Ich zeige dir heute, warum eine C-Dur-Tonleiter so wichtig ist, wie sie funktioniert und was du damit alles anstellen kannst. Schau mal rein. Heute ist der 23. März 2020. Als ich heute Morgen zur Arbeit gefahren bin, hatten wir strahlend blauen Himmel, Sonnenschein, keine Wolke zu sehen, ein Wetter zum Heldenzeugen. Und was haben wir? Kontaktverbot. Okay, machen wir halt ein bisschen Musiktheorie. Ich habe euch da was mitgebracht. Einen Quintenzirkel. Und da gibt es ganz spannende Sachen. Eine Tonika, eine Subdominante, eine Dominantseptime, eine Mollparallele, eine... Ernsthaft jetzt? Fangen wir mal einfach an. Was ist an der C-Dur-Tonleiter so interessant? Es ist die Tonleiter, in der die meiste westliche Musik verfasst worden ist. Ob Kinderlieder, Popmusik, Schlager, Werbung, Filmmusik, sogar im Fahrstuhl. Das hat einen Grund. C-Dur ist sehr eingängig. Das heißt, verständlich, nachvollziehbar. Sie hat keine Vorzeichen, also keine Kreuzchen und Bchen. Und man kann mit ihr fast alles erklären, was mit Musik zu tun hat. Die Tonleiter ist einfach aufgebaut. Sie besteht aus den Tönen C, D, E, F, G, A, B und C. Warum jetzt hier ein B steht und kein H, erzähle ich dir in einer anderen Geschichte. Die Töne sind in ganz bestimmten Abständen geschrieben. Man spricht da von Ganztonschritten und Halbtonschritten. Dieses Kästchen hier zwischen C und D ist zum Beispiel ein Ganztonschritt. Der besteht aus zwei Halbtonschritten. Ein Halbtonschritt wird durch so eine Spitze gekennzeichnet. Und so ergibt sich ein Muster. Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton, Ganzton, Halbton. Zwischen den beiden Hälften ist immer ein Ganztonschritt. Warum Ganztonschritt? Zwischen dem C und dem D liegt noch ein Zwischenton, ein Cis. Das sieht man hier, das C mit diesem Kreuzchen. Der gehört aber eigentlich gar nicht zur Tonleiter dazu, deswegen wird er übersprungen. Oder man macht halt einen großen Schritt eben über das C hinweg. Vom C auf Cis wäre ein Halbtonschritt, von Cis auf D wäre auch ein Halbtonschritt. Das sind also die zwei und daraus ergibt sich dann der Ganztonschritt. Wer sich durch die Farbgebung vielleicht an ein bestimmtes Instrument erinnert fühlt, liegt gar nicht so verkehrt. Denn unsere C-Dur-Tonleiter ist nichts anderes als die Abbildung unserer Klaviertastatur mit den zwei schwarzen Tasten und den drei schwarzen Tasten. Dadurch kann man sich den Aufbau der Tonleiter und die Lage der Halbtonschritte eigentlich ganz gut merken. Ich gehe mal von mir aus. Ich merke mir Bilder immer schneller und besser als irgendwelche Zahlenreihen oder Buchstabenfolgen. Das Schöne an der C-Dur-Tonleiter ist, oder überhaupt an der Dur-Tonleiter ist, dass dieser Aufbau Ganztonschritt, Ganztonschritt, Halbtonschritt, Ganztonschritt, Ganztonschritt, Halbtonschritt bei jeder Dur-Tonleiter gleich ist. Und wir haben die Dur-Griffe für eine Musikbegleitung, für eine Liedbegleitung immer an der gleichen Stelle. An der 1, an der 4 und an der 5. Zeige ich gleich nochmal im Bild. Aber wir können noch viel mehr mit der C-Dur-Tonleiter machen. Die C-Dur-Tonleiter ist nämlich ein Verwandlungskünstler. Wir können nämlich jetzt hier aus der C-Dur die parallele Moll-Tonleiter ableiten. Und zwar ist das die A-Moll-Tonleiter. Und da gehen wir einfach auf den sechsten Schritt der C-Dur. Da gehen wir nämlich auf die 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das ist dann unser Startton für die Molltonleiter. Ich habe das mal vorbereitet und zwar sieht es dann so aus. Die Reihenfolge der Töne ist die gleiche. Nur wir fangen eben halt beim A an zu zählen. Und dadurch, dass die Abstände zwischen den Tönen, die nennt man übrigens Intervalle, jetzt an eine andere Stelle rücken, hat man dadurch einen anderen Tonaufbau in der Melodie und auch einen anderen Akkordaufbau, wenn man die Griffe daraus generiert. Aber das kriegen wir später. Aus der C-Dur-Tonleiter
können wir uns auch den Quintenzirkel zusammenbasteln. Das ist das Ding, was ich ganz am Anfang auf dem Blatt hatte. Wir können jetzt zum Beispiel aus dem ersten Teil C-Dur beziehungsweise aus dem zweiten Teil C-Dur, aus dem G, A, B, C, können wir jetzt den ersten Teil der G-Tonleiter machen. Das sieht dann ganz einfach so aus. Rutschen mit dem zweiten Teil nach vorne und wir haben wieder die gleiche und richtige Reihenfolge. Wir haben ein G, A, B, C. Zwischen C und D liegt wieder ein ganz hohen Schritt, weil da das Cis hier dazwischen ist. Und dann geht es hier weiter mit dem D. Da wäre das Dis. E, hier käme das F. Dadurch, dass wir jetzt hier aber einen Ganztonschritt brauchen, kommt es zum Fis. Und da haben wir das G wieder. Den Anfangston und der Endton sind immer gleich. Also G, A, B, C, D, E, Fis, G. Und was die C-Dur-Tonleiter kann, kann die G-Dur natürlich entsprechend auch. Wir nehmen wieder den ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten und haben den Anfangston der Moll-Paralleltonleiter. Also reden wir hier über E-Moll. Und auch die G-Dur-Tonleiter kann wieder weitergeführt werden. Der zweite Teil ist quasi der erste Teil der D-Tonleiter. Also auch wieder nach vorne rutschen. D, E, Fis, G. Dann geht es wieder weiter mit A. Ganztonschritt hier. Nochmal ein Ganztonschritt ist B. Nochmal ein Ganztonschritt wäre dann Cis. Zwischen B und C gibt es nur den Halbtonschritt. Also nochmal einen Halbtonschritt weiter sind wir beim Cis. Und beim D sind wir dann wieder fertig. Und wenn wir das ein paar Mal machen, immer wieder weiter, immer wieder eine neue Tonleiter daraus generieren, haben wir irgendwann mal alle 12 Positionen des Quintenzirkels zusammen. Dann ist der nämlich gar nicht mehr so gruselig wie am Anfang. Jede Dur-Tonleiter ist immer gleich aufgebaut. Und da wir aus der Dur-Tonleiter ja eine Moll-Tonleiter umbauen können, ist auch die Moll-Tonleiter immer gleich aufgebaut. Und ich habe eben was von den Griffen gesagt. Die 1, 4 und die 5 sind immer die Begleitgriffe für die jeweilige Tonleiter. Das gilt für die Dur-Tonleiter wie auch für die Moll-Tonleiter. Das ist wie eine Matheaufgabe, wie eine Formel. Die ist immer gleich. Zeige ich euch jetzt nochmal. Da sind wir mit unserer C-Dur-Tonleiter. Und zwar auf der 1 das C in Dur gespielt, das F, für Gitarristen am Anfang immer der Endgegner, als Barré, der erste Barré, den ihr lernt, ist auf der vierten Position und auf der fünften Position das G-Dur. Und auf der A-Moll, schauen wir uns das auch nochmal an, sieht es genauso aus. Die 1, A-Moll, die 4, D-Moll, die 5, E-Moll. Das war's auch schon. Wenn du Musiker bist oder mit der Musik anfangen möchtest, bin ich gerne für dich da. Im Web, roadhousemusic.com, per E-Mail, per Telefon, per Handy und natürlich hier im Laden. Wenn du weiter weg wohnst, dann bitte, gib den Local Heroes in deiner Nähe eine Chance, sowohl beim Unterricht als auch beim Equipmentkauf. In diesem Sinne, hau rein und bleib tapfer.